Hallo, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Besucherinnen und Besucher auf meiner Facebook-Seite. Heute Abend heiße ich euch wieder willkommen zu meiner Online-Bürgersprechstunde. Und ich freue mich, dass ich auch wieder ein spannendes Thema für euch aufgetan habe und einen interessanten Gast, mit der ich heute hier sprechen möchte über die Frage, wohin geht die katholische Kirche? Da ist ja wahnsinnig viel in Bewegung, vieles aus der Basis, aber auch im kirchlichen Apparat. Und ich habe gerade mal nochmal gecheckt, wann man in Münster das nächste Mal aus der katholischen Kirche austreten kann. Also in den nächsten 3 Monaten jedenfalls schon mal nicht. Da sind alle Termine ausgebucht. Über die Frage, ob das Austreten aus einer solchen Institution der richtige Weg ist, ob man sich da noch engagieren kann, welche Luft eigentlich darin besteht, oder welche Chancen darin bestehen, die katholische Kirche von innen zu reformieren, aber auch welche Rolle sie in der Gesellschaft spielt, wie Politik sich zu den großen Kirchen verhält und welche Aufgaben auch auf die Politik zukommen. Darüber möchte ich heute sprechen mit Andrea Voss-Frick. Sie kommt aus Münster. Herzlich willkommen. Hallo. Andrea Voss-Frick ist eine der Gründerinnen der Bewegung Maria 2.0. Das ist eine Bewegung, die sich innerhalb der katholischen Kirche einsetzt für die Rechte von Frauen. Und die haben im vorletzten Jahr schon war es, auch einen Frauenstreik in der Kirche organisiert. Und da würde ich gerne zum Einstieg mal fragen, welche Resonanz haben Sie eigentlich auf diese Streikaktion bekommen? Wir alle wissen ja, dass oft in der Kirche im Saal, bei Messen, Gottesdiensten oder Veranstaltungen, Frauen deutlich mehr als 90% darstellen, dass sie auch in den Gemeinden sehr aktiv sind. Wie war die Resonanz auf diese Kirchenstreikaktion und was waren eigentlich die Forderungen? Also die Resonanz damals hat uns selber sehr überrascht, weil wir haben, als wir Maria 2.0 gegründet haben, gedacht, also als die Idee dazu aufkam, wir haben es ja in der Form nicht gegründet, weil Maria 2.0 ja nicht wirklich eine Struktur oder Institution ist, sondern eher eine Idee, haben wir gedacht, naja, wenn wir ein paar Gemeinden in Münster oder im Bistum Münster dazu kriegen, mitzumachen, dann freuen wir uns. Und irgendwie ist es dann relativ schnell viel größer geworden, als wir gedacht haben. Und es haben im ganzen Bundesgebiet sich Gruppen angeschlossen, Menschen mitgemacht in ihren Gemeinden. Das heißt, die Resonanz war erstmal sehr groß. Und auf der anderen Seite war natürlich auch die Kritik gleich relativ stark, sagen wir es mal so. Hier in Münster zum Beispiel, der Bischof Genn hat erstmal versucht, einfach uns zu überschweigen und hat dann aber relativ zügig auch vehement Kritik geübt, dass wir natürlich den Namen der Gottesmutter benutzen und dass wir die Eucharistie instrumentalisieren, indem wir dazu aufrufen, dass die Menschen keine Kirche betreten, für eine Woche wohlgemerkt. Also das hätte man sicher auch noch ausdehnen können oder kann man immer noch. Ja, das Wesentliche war aber gar nicht der Kirchenstreik, das Fernbleiben, weil wenn einfach ein paar Frauen nicht in die Kirche gehen, fällt es ja erstmal nur dem Priester auf und den anderen MessbesucherInnen. Aber ansonsten, ja, glaube ich, ist das jetzt nichts, was die Menschen wahrnehmen. Was wir gemacht haben, wir sind bewusst draußen geblieben. Also wir haben unsere eigenen Gottesdienste, Formate, sag ich mal, spirituellen Formate, draußen vor den Kirchentüren gefeiert und die Menschen eben auch dazu aufgerufen, um das eben sichtbar zu machen, dieses Ausgeschlossensein von bestimmten Dingen, eben vor allen Dingen von den Entscheidungspositionen. Aber eben auch, also die katholische Kirche diskriminiert ja auf vielfältige Art und Weise, nicht nur Frauen, also generell, dass diese Kirche eben Menschen ausschließt. Und das war im Prinzip das, was auch viele sehr bewegt hat. Also erstmal diese Gemeinschaft zu erleben, nicht in der Kirche, sondern draußen, eine andere Form von Spiritualität zu erleben, weil wir das sicher anders gemacht haben als jetzt eine klassische Messe, sag ich mal, die wir ja eh nicht ohne Priester feiern dürfen, laut katholischem Recht. Und genau, also einfach
dieses starke, sichtbare Zeichen, das hat, glaube ich, viele berührt und viele angesprochen. Und dann sind es immer mehr geworden in den letzten 2,5 Jahren, sag ich mal. Die katholische Kirche ist ja eine Institution, die wie kaum eine andere Männer dominiert ist. Und das strahlt natürlich auch in ihr Umfeld aus. Also ich sag mal, wir hatten zum Beispiel mal diese Diskussion über die Frage, ob ein schwuler Mann in Münster Kinderhaus in einer katholischen Schützenbrüderschaft der Schützenkönig sein darf. Dazu kommt eben so ein Ehe- und Familienbild, was sehr traditionell geprägt ist, was also von der heterosexuellen Beziehung mit Kinderwunsch ausgeht und wo auch immer noch... Ist noch ein bisschen krasser, aber egal. Ja gut, dann erklären Sie es mir vielleicht mehr so als aus Ihrer Sicht, weil ich bin selber protestantisch erzogen worden. Mein Vater war allerdings Ex-Katholik, da er geschieden und ein zweites Mal verheiratet war, wurde er dann exkommuniziert und hat dann auch keinen Zugang mehr zur Kirche gehabt. Also ich bin dann eher protestantisch erzogen worden, habe allerdings in der katholischen Jugend meine ersten Schritte als Jugendgruppenleiterin gemacht damals. Das war eine Gemeinde, die dann vorübergehend, weil eben der Kaplan sehr aufgeschlossen und modern war, richtig gutes Jugendprogramm hatte. Das hat sich dann aber auch irgendwann erledigt. Also ich kenne die katholische Kirche mehr oder weniger als Außenstehende. Also von daher würde mich interessieren, wie stellt sich das von innen dar? Ja, dieses, ich sag mal, die Kernfamilie mit Kinderwunsch ist ja, ist eigentlich noch nett formuliert im Grunde. Also wenn man das katholische Recht, das kanonische Recht streng auslegt, ist es tatsächlich so, dass Sex in der Ehe natürlich ausschließlich stattfindet und dann auch nur, wenn er darauf ausgerichtet ist, ein Kind zu zeugen. Also sonst darf man selbst als Ehepaar eigentlich Sexualität nicht leben oder zumindest, ist egal. Das sind so Dinge, die natürlich, also erstmal, ich weiß gar nicht, wie viele KatholikInnen das noch in dieser, ich sag mal, in dieser Form vor Augen haben oder ob es ihnen bewusst ist, wie oft sie im Prinzip kirchliches Recht brechen, vermute ich. Und zum anderen, geht es ja noch viel weiter. Die Lebensrealität der Menschen ist ja an einem ganz anderen Punkt. Also das heißt, das, was die katholische Kirche an Sexualmoral, das ist jetzt ein Punkt, den wir kritisch sehen, vertritt oder in ihrem Recht auch festgeschrieben hat, hat mit der Lebensrealität der Menschen nichts mehr zu tun. Und das heißt natürlich, dass die Lebensentwürfe und die Lebenswege von Menschen mit ihren Brüchen, mit ihren Irrungen und ihren, ich sag mal, Wendungen diffamiert werden von dieser Kirche. Also wenn ich nicht genau diesem Bild entspreche, nämlich dem heterosexuellen Ideal mit einer rigiden Sexualmoral und dem Urfamilienbild, dann bin ich eigentlich nicht richtig nach kirchlichem Recht. Also nach römisch-katholischem Recht muss ich natürlich betonen. Ich spreche jetzt immer, wenn ich jetzt von Kirche spreche, spreche ich von der römisch-katholischen Kirche. Nicht, dass da Missverständnisse entstehen. Ich möchte meine protestantischen Geschwister oder andere Konfessionen nicht mit ansprechen, natürlich. Genau. Und das ist halt, das ist etwas, was wir einfach sehr kritisch sehen und was auch in meinen Augen unchristlich ist. Also wenn meine katholischen oder ex-katholischen Freundinnen und Freunde sich über ihre ersten Erfahrungen mit der Beichte erzählen, dann sprechen sie oft, ganz oft davon, dass sie, also man muss ja, bevor man zur Erstkommunion geht, muss man ja das erste Mal beichten und dass sie dann sich ganz lange Gedanken machen mussten, was erzähle ich dem Priester jetzt eigentlich, weil sie aus dem Sündenkatalog Schwierigkeiten hatten, sich was auszusuchen, dann haben sie halt gesagt, ich hatte unkeusche Gedanken, obwohl natürlich ein 8-9-jähriges Kind wahrscheinlich gar keine Vorstellung davon hat, was ein unkeuscher Gedanke ist. Ja?
Also insofern spielt ja aber auch die Frage des Umgangs mit der Sexualität oder die Sexualmoral eine riesengroße Rolle in dieser Institution und auch in der Pädagogik, die innerhalb dieser Institution gepflegt. Naja, das ist ja auch naheliegend. Diese Institution wird von Männern geführt, die keine Sexualität leben dürfen. Also dass das zum sehr wichtigen Thema wird in dieser Institution, liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache. Also etwas, was permanent unterdrückt wird, das wird natürlich riesengroß. Also etwas, das permanent unterdrückt wird, das aber uns von Gott als Natur mitgegeben ist. Also das ist ein Geschenk, was wir nicht auspacken dürfen. das ist natürlich, ich finde das sehr nachvollziehbar, dass das so einen großen Raum einnimmt in dieser Institution. Nun stellt ja die Kirche oder die katholische Kirche auch den Anspruch, dass sie da mit dieser Haltung auch teilweise in die Welt hinein, in die Gesellschaft hinein und auch in politische Entscheidungen hinein agiert. Also wenn ich war zum Beispiel in Kenia, da macht die katholische Kirche wirklich eine großartige Sozialarbeit in den Slums und in den Elendsquartieren. Die machen wirklich eine super Friedensarbeit unter den unterschiedlichen Ethnien, auch mit anderen Religionsgemeinschaften. Ich war sehr schwer begeistert, aber natürlich dieses Thema Verhütung, also das Verbot von Verhütung und von Abtreibung oder auch von außerehelichem Geschlechtsverkehr, das spielt da auch eine sehr, sehr große Rolle. Und das, obwohl wahnsinnig viele Frauen, die auch die Kirchenarbeit da tragen, alleinerziehend sind. Und natürlich ihre Kinder auch irgendwo herbekommen haben. Ja? Also sie sind ihnen ja nicht zugelaufen, sondern die sind ja auf dem natürlichen Wege zustande gekommen. Mhm. Und die katholische Kirche in Kenia ist zum Beispiel so stark, dass sie es geschafft hat, in die Verfassung des Landes ein Abtreibungsverbot verankern zu lassen. Und auch bei uns. Haben wir ja schon im Nachbarland Polen diese Diskussion sehr stark geprägt vom Katholizismus. In Polen und so wie unsere Mütter früher nach Holland fahren mussten. Ja. Oder auch in Irland hat ja jetzt, ist ja durch ein Volksbegehren erst dieses totale, sehr brutale Abtreibungsverbot abgeschafft worden, was die katholische Kirche ja auch durchgesetzt hatte auf staatlicher Ebene. Also wir haben da nicht eine wirkliche richtige Trennung von Staat und Politik, wie wir uns das als Linke wünschen würden, sondern ein ziemlich intensives Einfluss nehmen auch auf Gesetzgebung und die Gestaltung der Gesellschaft. Ja, das sieht man ja gerade auch sogar in Amerika, wo die Bischofskonferenz beschlossen hat, Joe Biden von der Kommunion auszuschließen, weil er eben Abtreibung in gewissen gesetzlichen Rahmenbedingungen befürwortet. Und da haben die katholischen Bischöfe jetzt beschlossen, dass Joe Biden entgegen dem Rat aus Rom sogar, wobei das natürlich auch sinnvoll ist, dass die Bischofskonferenzen eigenständig entscheiden sozusagen. Aber diese Entscheidung ist natürlich auch eine sehr politische Entscheidung natürlich. Also es wird eben in bestimmten Kreisen in Amerika zumindest scheint es so zu sein, dass ein Menschenfeind wie Donald Trump unterstützt wird, aber ein Joe Biden eben aufgrund seiner liberalen Haltung zu dem Thema, also liberal in Anführungszeichen, eben ausgeschlossen wird von der Kommunion. Also im Prinzip exkommuniziert wird sozusagen. Ne? Also, ja. Wobei die Erwähnung von Trump und Biden gibt natürlich mir nochmal die Gelegenheit, als Außenpolitikerin auch nochmal den Schlenker zu ziehen, dass diese sehr rigide Haltung gegenüber Sexualität, gegenüber Frauenrechten, gegenüber Körperlichkeit und allem, was dazugehört, und vor allem die Ablehnung von Selbstbestimmung von Frauen, was ihre Reproduktion angeht, also die Frage, ob wir Kinder haben wollen, wann wir die Kinder haben wollen, wie viele Kinder wir haben wollen. Mhm. Das ist jetzt kein spezifisches, also das ist jetzt nicht nur in der katholischen Kirche, das ist ja, zieht sich ja durch viele Religionsgemeinschaften und gerade in den USA sind ja evangelikale Gruppen sehr, sehr stark, die da teilweise noch viel rigider sind. Mhm. Und Donald Trump zum Beispiel hat ja auch
Das hat ja auch Auswirkungen gehabt auf die Außenpolitik, das hat Auswirkungen gehabt auf die Entwicklungspolitik der Trump-Regierung und eben dafür gesorgt, dass lange Zeit in den Vereinten Nationen Resolutionen verhindert wurden, wo es zum Beispiel um die reproduktiven und gesundheitlichen Rechte von Vergewaltigungsopfern aus Kriegsregionen geht. Also es findet man kaum Worte für, aber dieser Einfluss hat halt ganz konkrete Auswirkungen auch auf das Leben und die körperliche und psychische Gesundheit von Frauen in aller Welt. Ja, und da trägt die katholische Kirche natürlich durch ihr, ich sag mal, Diskriminierungsmodell auch massiv zu bei. Unter anderem. Und das ist natürlich eine Frage der Kontrolle, die aus, also ich sag mal, das ist ja der einzige Bereich, den Männer nicht kontrollieren können eigentlich. Und ihr Wunsch, dass diesen Bereich zu kontrollieren, führt dann eben zu diesen Auswüchsen. Also natürlich ist das eine ganz klar patriarchale Frage. Die Kontrolle über die Reproduktion abzugeben an die Frauen, das erscheint mir ein ganz wichtiger Trigger für viele Männer zu sein. Ja, ah, das stimmt. Also war aber nicht immer so in der katholischen Kirche. Das war ja durchaus umstritten, ob die Frau jetzt in der Kirche zu schweigen habe oder ob sie auch eine Stimme haben darf. Ja, aus unserer Sicht schon, wobei das natürlich von, ich sag mal, sehr konservativen Kreisen auch einer Gruppierung wie Maria 1.0 bestritten wird. Also das ist immer alles eine Frage der, also da können sich die TheologInnen drüber streiten, das hat viel mit Bibelauslegung, Exegese zu tun. Aus meiner Sicht ist es so, dass Jesus von Nazareth natürlich auch mit Frauen unterwegs war und die scheinen eine genauso wichtige Bedeutung in seinem Leben, in seiner Jüngerschaft eingenommen zu haben wie Männer. Dass es dann nur Männer in die Bibel geschafft haben, in wesentlichen Teilen. Nun ja, ich meine, die Bibel ist natürlich von Männern geschrieben, wie so viele andere große Bücher. Und wir haben bis heute in der Kultur eine unglaublich große Männerdominanz, was natürlich auch zu bestimmten, ich sag mal, Archetypen in Filmen, in Superheldengeschichten und so weiter führt. Das ist ja klar und es ist nicht anders, eben auch, wenn die Geschichte der Bibel, als die Geschichte der Bibel aufgeschrieben wurde, die Geschichten in der Bibel stehen. Das ist jetzt natürlich schon wieder ganz schwierig, was ich da sage, weil das sind natürlich keine Geschichten, sondern es ist die Wahrheit. Also da gibt es große Unterschiede in dem wie man als gläubiger Mensch sich dem Thema Bibel nähert, wie man sich dem Thema Bibelauslegung nähert. Wenn ich von Geschichten spreche, dann ziehe ich mir schon wieder wahrscheinlich den Zorn von Menschen zu, die eben davon ausgehen, dass in der Bibel natürlich nur die Wahrheit verkündet wird und dass die katholische Kirche, so wie sie ist, von Jesus gestiftet wurde. Dass dem historisch nachweisbar nicht so ist, interessiert aber sehr konservative Menschen einfach nicht. Also natürlich hat die Kirche sich über die Jahrtausende, die sie jetzt existiert, die römisch-katholische Kirche, verändert und gewandelt. Also ein ganz wesentlicher Punkt war natürlich der Wandel von der Urkirche in die Staatsreligion und das andere ganz große, ich sag mal, das 19. Jahrhundert hat die römisch-katholische Kirche in der Form, wie sie heute ist, ganz stark geprägt. Also wir leben eigentlich in der katholischen Kirche noch im 19. Jahrhundert in vielen Bereichen. Natürlich ist sie auch kleine Schritte gegangen, aber ja, und das das sind so Punkte, da kommt man auch schwer einander näher, sag ich mal. Weil immer dann, wenn man versucht, mit Menschen zu diskutieren, die glauben, im Besitz der Wahrheit zu sein, wird es halt schwierig. Also da kann man keine Argumente austauschen oder Überzeugungsarbeit leisten oder Kompromisse eingehen oder sich einander annähern. Das ist eine etwas verhärtete Situation, glaube ich. Also ja, das stelle ich mir auch schwierig vor, aber also ich frag mich halt
die Menschen, die das glauben, also das, was in den Schriften niedergelegt ist, auch tatsächlich eins zu eins so passiert ist, dass es der Wahrheit entspricht, dass es keine Erzählungen sind, die den Gemeindemitgliedern bestimmte Traditionen einfach überliefern sollten, sondern dass das Wort Gottes ist eins zu eins aufgeschrieben und die absolute Wahrheit. Dann braucht man ja eigentlich auch gar keine Theologie, weil die Theologie beschäftigt sich doch mit der Auslegung der Schriften. Eigentlich schon, genau. Mit der Frage, was hat Jesus mit seinen vielen Gleichnissen gemacht? Also das erscheint mir ja ein bisschen widersprüchlich. Ja, also das ist, es gibt natürlich auch in der Theologie auch diese Lager, ne? Also es gibt die Schrift sehr eng auslegen oder es ist schon, ne, ist ja schon selektiv, welche Stellen ich heranziehe für irgendwelche Belege und so weiter. Also ich selber bin ja auch gar keine Theologin, deswegen nähere ich mich dem eigentlich sowieso eher mit meinem gesunden Menschenverstand und meinem Glauben vor allen Dingen. Und insofern hat ja auch jeder gläubige Mensch das Recht, Theologie, also die Gottesrede sozusagen, zu führen. Genau. Ist das nicht wahnsinnig anstrengend, wenn man so einer Gemeinschaft angehört, wie es die römisch-katholische Kirche ist, die ja auch den Gemeinschaftsgedanken in den Vordergrund stellt, dass eben Bekenntnisverkündigung alles eingebunden sein soll in die Gemeinde und in die Gemeinschaft. Und man kriegt dann dauernd signalisiert, dass man so, wie man ist, nämlich als Frau oder als queere Person oder als Mensch mit sexuellen Bedürfnissen oder als verheiratet, geschieden, wieder verheiratet, also die Liste ist lang. Oder als jemand, der vielleicht an bestimmten Glaubenssätzen auch zweifelt, dass man so nicht richtig ist in dieser Gemeinschaft, sondern dass man sich da verändern muss, um angenommen und wirklich am richtigen Platz zu sein. Ja, es ist ja nicht nur wahnsinnig anstrengend, es ist ja auch tatsächlich verletzend und zerstörerisch für Menschen. Also wir sind heute vielleicht in einer Zeit, wo sich Menschen eher davon abgrenzen können oder sagen können, ja, ich bin katholisch, aber ich bin fröhlich katholisch oder freikatholisch oder wie auch immer. Aber es hat natürlich Zeiten gegeben, wo, also das ist ja nicht nur das Signal, ich bin nicht richtig, die Lehre ist ja, du bist sündig. Und Sünde ist natürlich etwas, in Sünde zu leben. Also wenn Menschen der früheren Zeiten, sage ich mal, noch die Generation meiner Eltern, vor allen Dingen meiner Großeltern auch, für die hieß das natürlich dann auch die ständige Angst vor der Hölle oder dem Fegefeuer und so weiter, ne? Also das sind natürlich Mechanismen, die Macht der Herren, die eben die Kirche führen, aufrechterhalten. Und die funktioniert natürlich in der römisch-katholischen Kirche sehr stark über Angst. Und da gehört die Beichte rein, da gehört das Sünden, die Sündenauffassung hinzu, die Auffassung, dass, also was in der römisch-katholischen Kirche stark verwurzelt ist, ist die Auffassung, dass wir alle erstmal Sünder sind. Das ist ja auch schon Zeichen der Kindstaufe. Also ein Kind ist schon so sündig, dass es möglichst schnell getauft werden muss. Das sind alles Dinge, die verändern sich heute. Aber natürlich ist das stark in uns auch noch verwurzelt, diese archetypischen Bilder von Angst und vor Verdammnis und so weiter. Ja. Das ist ein schweres Erbe. Also von daher, wie gesagt, ich würde gar nicht nur sagen, dass es anstrengend ist, sondern dass es tatsächlich auch Menschen, also gerade Menschen, die zum Beispiel, also Homosexuelle, die einfach ja sich in einem permanenten Zustand der Sünde immer noch nach kirchlicher Lehre befinden, wenn sie ihre Homosexualität leben, das ist tatsächlich psychisch schwerst verletzend, finde ich. Wenn man in diesem christlichen Glauben trotzdem verhaftet ist. Mhm. Wenn wir über Angst sprechen, sprechen wir natürlich auch über Macht. Also diese Angst gibt Macht über Menschen. Und wir wissen jetzt, nachdem viele Betroffene, Überlebende sexualisierter Gewalt und Missbrauchs
sich geöffnet haben und das bekannt gegeben haben, was ihnen angetan worden ist in dieser Institution. Ich sage bewusst nicht von dieser Institution, sondern in dieser Institution. Mhm. Weil natürlich auch da muss man sagen, gibt es halt Schuldige, es gibt Mittäter, es gibt Schweiger, mhm, und es gibt sicherlich auch Unschuldige, die nicht beteiligt waren an diesen Missbrauchsskandalen. Aber tatsächlich ist ja auch die ganze Institution Kirche mitverantwortlich an dem Leid, das diese Betroffenen hatten, weil sie hatten niemanden, der ihnen geglaubt hat und niemanden, an den sie sich wenden konnten und niemanden, der sie beschützt hat gegenüber diese mit Angst ausgeübte brutale Macht, die zum Priester über einen jungen Menschen, über ein Kind oder einen Jugendlichen an dieser Stelle hatte. Genau, also die Dimension, sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen gibt es natürlich in allen gesellschaftlichen Bereichen. Aber die Dimension, die in der Kirche dazukommt, ist ja die des spirituellen Missbrauchs, der immer auch verknüpft ist mit der Gewalt und der sexualisierten Gewalt. Das heißt, ich habe viele Geschichten gehört von Menschen, wo der Priester dann eben die Gewalt, die er über das Kind oder den Jugendlichen ausgeübt hat, als Gott gewollt, als Abbild der Liebe Jesu oder wie auch immer dargestellt hat. Kinder mussten dann samstags bei ihrem eigenen Täter beichten, ihre Taten und so weiter. Also das heißt, das hat eine zusätzliche, ganz schreckliche Dimension, die es eben in anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht gibt. Das ist das eine, die Seite der Tat. Und die andere Seite ist natürlich, zumindest früher war das so, hat sich zum Glück geändert durch die Öffentlichmachung. Wer glaubt schon einem Kind, das einen Priester beschuldigt? Das war bis vor wenigen Jahrzehnten sicher noch, oder ja, bis vor 10, 20 Jahren auf jeden Fall noch äußerst schwierig. Und abgesehen davon, dass man natürlich als Priester eben durch diese spirituelle Macht, die man über Menschen hat, auch noch ganz andere Angstmechanismen auslösen kann. Die Dimension kommt dann noch zu. Das nächste ist, also das im konkreten Tun, und das andere ist die institutionelle Schuld, sag ich mal. Denn die katholische Kirche es gab ja nicht nur Schweiger oder Mittäter, sondern es gab ja tatsächlich ein System von Vertuschung, in dem Täter zum Beispiel versetzt worden sind. Und wenn es gar nicht mehr anders ging, sind sie eben auf einen anderen Kontinent versetzt worden. Und es ist wissentlich diesen Menschen ermöglicht worden, ihr Tun weiter zu tun, was sie tun. Das heißt, es wurden nicht nur die Opfer allein gelassen, sondern natürlich auch die Täter. Also natürlich hat es auch Täter gegeben, die sich gemeldet haben, die aus dieser Spirale raus wollten und die aber trotzdem, auch denen ist nicht geholfen worden, nicht wirklich. Also die Kirche schützt nicht die Täter oder die Opfer, die Kirche schützt sich selbst als Institution, darum geht es. Ja, das da kommen wir natürlich jetzt an die Frage, ich bin ja Politikerin, da kommen wir natürlich jetzt auch an die Frage, was hat denn der Staat getan oder unterlassen, um das möglich zu machen, dass es solche Schutzräume für Gewalttäter, für Missbraucher gegeben hat in dieser Gesellschaft. Ja? Also wir verlangen ja von allen Institutionen, dass wenn sie solche Straftaten, wenn ihnen die bekannt werden, dass sie die dann an die zuständige Staatsanwaltschaft melden. Wie kann es sein, dass wir diese Erwartung offensichtlich an die katholische Kirche über viele Jahrzehnte nicht gestellt haben? Also zum einen ist es, glaube ich, so, dass man sich über viele Jahrzehnte das Ausmaß gar nicht vorstellen konnte. Das ist das eine sicher. Und das andere ist, die Kirche ist ja die Braut Christi im katholischen Glauben. Und ich glaube, dass es den Menschen wahrscheinlich lange Jahre widerstrebt hat, gegen diese Kirche als Institution vorzugehen, beziehungsweise sie als Institution überhaupt zu sehen. Das ist ja etwas Heiliges.
Und das hat mit Sicherheit auch mit dazu geführt, dass es auch den Politikern anscheinend nicht möglich war, da konsequente Maßnahmen umzusetzen. Ich glaube, bis heute ist es so, dass das Fälle, natürlich gibt es mittlerweile in den Bistümern Regeln dafür, wie mit Meldungen umzugehen ist und dass die gemeldet werden an die Staatsanwaltschaft und so weiter. Aber nichtsdestotrotz hat, glaube ich, noch nie jemand wirklich gesehen, dass das mal Hausdurchsuchungen bei Bistümern oder bei Beschuldigten stattfinden tatsächlich. Also da wird mit sehr wenig Vehemenz gesagt, so, wir warten nicht darauf, bis ihr uns die Unterlagen gebt und Gelegenheit habt, sie vorher selber durchzugucken, sondern wir gehen einfach rein und holen uns die Sachen. Und das, da frage ich mich schon und da fragen sich, glaube ich, viele Menschen, wie das sein kann. Natürlich sind gerade was die Vergangenheit anbelangt, sehr viele Fälle leider verjährt, weil die Opfer sich einfach so lange nicht gewagt haben, das öffentlich zu machen. Und ich gehe davon aus, dass wir nach wie vor nur die Spitze des Eisbergs sehen. Das nächste große Thema wird sicher auch die spiritualisierte und sexualisierte Gewalt an Frauen sein in der katholischen Kirche. Da wäre dringend mal ein MeToo in der katholischen Kirche nötig, weil ich glaube, das ist ein Thema, das noch viel stärker tabuisiert ist, wenn Priester erwachsenen Frauen sexualisierte Gewalt angetan haben, natürlich spirituell verbrämt. Dann ist das, glaube ich, mit so viel Scham für die Frauen verbunden, dass wir da überhaupt noch nicht sehen, wie viele das wirklich betrifft. Und ich glaube, da gibt es auch noch ganz große Abgründe, die sich auftun werden oder eben nicht auftun werden, weil sich die Betroffenen nie melden werden. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben hier eine Nachricht von René Rasch im Chat, der schreibt, noch heute schützt niemand die Opfer der katholischen Kirche. Ja. Denn es wäre eigentlich die Aufgabe des Staates über die Staatsanwälte und das für alle anderen geltende Recht. Diese Verbrecher gehören in den Knast und aus der Kirche ausgeschlossen. Da kann man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Das betrifft nicht nur den Staat, seltsamerweise. Einige Gespräche auch mit Betroffenen geführt und es ist wirklich schwierig, zum Beispiel auch für Betroffene einen Anwalt zu finden, der gegen die katholische Kirche sie vertritt. Also das scheint, ich weiß nicht, ob sich das jetzt gerade ändert, ich hoffe das sehr, dadurch, dass eben immer mehr auch offen auf dem Tisch liegt, aber es scheint tatsächlich ein Minenfeld zu sein, sozusagen. Also immer noch so zu sein, dass man sich eben mit der Kirche in Anführungszeichen nicht anlegt. Das ist jetzt eine schwierige Formulierung, aber da ist immer noch so ein Nimbus, der die Kirche schützt, in Anführungszeichen. Also zu Unrecht natürlich. Die Kirche hat auch nicht nur spirituelle, sondern auch weltliche Macht. Das müssen wir mal dazu sagen. Ja. Die Kirche ist ein sehr großer Arbeitgeber und Auftraggeber, einer der größten Grundbesitzer. Gerade hier bei uns im Münsterland, also viele inzwischen höchst wertvolle Grundstücke sind im Eigentum der katholischen Kirche. Selber Eigentum auf dem Grund der katholischen Kirche. Und ökonomische Macht und spirituelle Macht verbinden sich da offensichtlich auch zu einem unheiligen Konglomerat. Und dazu kommt natürlich, also das ist natürlich auch so, dass Anwälte ja auch möglicherweise da Interessenkonflikte haben, weil sie an der einen oder anderen Stelle auch kirchliche Institutionen und so weiter vertreten. Aber ich hoffe auch, dass es inzwischen genug gibt, die da unabhängig sind und die da auch den Mut haben, das anzugehen. Genauso wie auch es inzwischen wirklich gute Gerichtsprozesse gegeben hat und erfolgreiche Gerichtsprozesse bis in die letzte Instanz, braucht man ein bisschen langen Atem dafür in Sachen kirchlichem Arbeitsrecht. Da muss man möglicherweise bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen. Das wandelt sich tatsächlich ein bisschen. Und ich glaube auch, dass so Bewegungen aus der Kirche heraus, also von unten, von der Basis, dass die natürlich vielleicht nicht unmittelbar ihre Ziele durchsetzen können, aber dass sie natürlich auch diese Schwingungen aufgreifen und etwas in Bewegung bringen, das vielleicht
in Jahren auch zu Veränderungsprozessen führen wird. Ja, in der Kirche denken wir eher in Jahrhunderten, aber... Ja, das ist für eine Politikerin, die immer im Vierjahreszyklus denkt, natürlich völlig unvorstellbar. Schauen wir mal. Ja. Ich meine, es gibt ja auch die normative Kraft des Faktischen, die auch ja dazu führt, dass die katholische Kirche beispielsweise in Deutschland große, große Schwierigkeiten hat, einen Priesternachwuchs zu bekommen. Mhm. Was ja dazu geführt hat, dass auch schon die Verhärtung, was die Rolle von Frauen angeht, ein bisschen aufgeweicht worden ist, was aber auf der anderen Seite dann dazu führt, dass eben Priester aus Indien, aus Nigeria, aus aller Welt nach Deutschland geschickt werden müssen, um hier sozusagen Mission zu betreiben. Das finde ich schon auch interessant. Das dreht jetzt langsam den Kolonialismus auch ein bisschen um. Ja, das stimmt. Wobei der Priestermangel ist ja im Prinzip, läuft er ja parallel oder läuft ein bisschen schneller dem Gläubigenmangel, der ja auch irgendwann erreicht sein wird, sozusagen. Also wenn die Austrittszahlen, also Sie haben es ja eingangs auch schon gesagt, in Münster kriegt man jetzt gerade keinen Termin. Das heißt, es sind, glaube ich, mal 3 Monate im Vorlauf. Da sind dann anscheinend alle Termine ausgebucht. In Köln, im Erzbistum Köln, ist es, glaube ich, so, dass jetzt schon die Austrittszahlen von 2019 erreicht oder überschritten worden sind. 2019 war das bisherige Rekordjahr an Austritten für die römisch-katholische Kirche, ich glaube auch für die evangelische Kirche. Von daher geht das ja schon in sehr großen Schritten gerade voran, der Zusammenstürz des Systems. Ja. Sie persönlich haben ja noch einen dieser raren Austrittstermine in Münster ergattert. Genau. Ist das eigentlich eine Bankrotterklärung? Halten Sie die katholische Kirche, so wie sie jetzt ist, nicht für reformierbar? Ja, also das ist ein Grund gewesen. Ich glaube nicht mehr an die Veränderungsfähigkeit dieser römischen Institution. Ich glaube, sie muss tatsächlich erst komplett zerstört sein, bevor was Christliches, was Jesuanisches wieder daraus entstehen kann oder etwas ganz Neues. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich die ganz persönliche Frage, die sich jeder von uns stellen muss, immer wieder aufs Neue stellen muss. Da habe ich mich auch lange dran abgearbeitet. Kann ich das mit meinem Gewissen noch vereinbaren, diese Institution, die für mich eine Unrechtsinstitution ist, zu unterstützen? Und das ist eine Frage, die, glaube ich, stellen sich viele, die mit uns auf dem Weg sind oder die kritisch der Kirche gegenüberstehen, einfach immer wieder neu. Und das ist einfach das ist eine persönliche Frage, die man, glaube ich, nicht richtig oder falsch beantworten kann. Es gibt gute Gründe zu bleiben und zu hoffen, dass man von innen mehr bewegen kann und zu sagen, das hat mich lange über Wasser gehalten oder dabei gehalten, den Erzkonservativen überlasse ich die Kirche nicht. Das kann ich alles gut nachvollziehen. Und es gibt eben auch 1000 Gründe, diese Institution zu verlassen. Und wie da die Waagschale ausschlägt, das muss jede und jeder einfach immer wieder für sich neu wägen und entscheiden. Ich schicke jetzt nochmal eine Botschaft an unsere Zuschauer auf Facebook. Ihr könnt hier gerne mitdiskutieren oder Fragen stellen. Schreibt die einfach in die Kommentarspalte. Wir verfolgen das hier parallel und versuchen, euch dann auch mit aufzunehmen. Für mich ist also eine Frage, über die wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema Zwangszölibat. Das hatte Maria 2.0 ja auch ganz intensiv mit in dem Forderungskatalog drin. Warum kritisieren Sie das Zwangszölibat in der katholischen Kirche? Ja, weil es einfach Menschen in Situationen bringt,
die auch wieder verletzend und zerstörerisch für sie sind. Also viele Priester, also ich sag mal so, wenn ich als junger Mensch mich entscheide, Priester zu werden, mich berufen fühle, dann kann ich mir gut vorstellen, dass man etwas romantisierend, sag ich mal, auf diese Karriere schaut, auf das, was auf einen zukommt und sich darauf einlässt mit ganz viel Euphorie und Gewissheit, dass das das Richtige ist. Ja, und dann wird man älter und man entwickelt sich und man merkt vielleicht, oder das, ich glaube, so geht es vielen Priestern tatsächlich auch, dass vielleicht doch was fehlt, ne, im Leben. Oder es gibt viele Priester, die sich tatsächlich verlieben und PartnerInnen finden. Und es gibt ja auch viele Kinder von Priestern. Und diese Menschen sind dann, wenn sie ihre Existenz nicht komplett aufs Spiel setzen wollen, sozusagen zum Schweigen verpflichtet. Also solange alle, also meistens ist es ja dann, oder oft ist es ja auch so, die Gemeinde weiß dann Bescheid. Also das, früher war das dann das Haushälterinnenmodell, heute ist das dann vielleicht anders gelöst, aber letztendlich wissen viele in der Gemeinde dann eben, dass der Pfarrer eben auch eine Frau und Kinder hat vielleicht zum Beispiel oder wie auch immer. Das stelle ich mir als sowohl für die Frau als auch für die Kinder als auch für den Priester als extrem belastende und verletzende Lebenssituation vor. Und das als Dauerzustand. Und auch das zeigt ja wieder, wie unmenschlich dieses System ist. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was vorbei ist. Weil es gibt zunehmend Priester, die sagen, nein, und auch die Frauen natürlich sind heute, denke ich mal, selbstbewusster, was solche Dinge angeht und sagen, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Und wir machen unsere Beziehung öffentlich. Oder ich kündige meinen Priesterdienst auf, beziehungsweise mir ist wichtiger, die Frau zu heiraten. Also kündigen können sie ja nicht, sie werden dann ja tatsächlich aus dem Priesterstand entlassen, wenn sie ihre Beziehung öffentlich leben und sich zu der Frau an ihrer Seite und zu ihren Kindern bekennen. Und dass das falsch ist, also dass das nicht christlich ist, finde ich, ist so offensichtlich. da habe ich nicht viel Spielraum in der Diskussion. Ja. Und natürlich kann zölibatäre Lebensformen etwas spirituell Bereicherndes sein, das stelle ich gar nicht in Abrede. In den Orden zum Beispiel ist es auch sogar sinnvoll, weil das natürlich eine Lebensgemeinschaft ist. Ne? Also da sind einfach dann Frauen oder Männer, die eben sozusagen die Familie bilden und dieses spirituelle Leben gemeinsam teilen. Da würde ich es mir zum Beispiel sehr schwierig vorstellen, wenn da jetzt alle noch in ihren privaten Beziehungen wären. Das ist dann ein anderes Modell von Spiritualität. Da kann man sich ja auch überlegen, wie das ginge. Aber als Priester, der eben mitten im Leben steht, sozusagen in der Gemeinde lebt und das dann eben allein und wieso sollte das verpflichtend sein? Also es gibt Priester, für die ist das genau das Richtige, ne? Und das ist wunderbar, wenn die das leben können. Aber wieso ist es, wieso, was gibt es für einen Sinn, die Menschen dazu zu zwingen? Ne? Naja, es ist natürlich auch eine gewisse Einbindung in eine Machtstruktur von Schuld und genau. Sünde. Ja. Und von Gehorsam. Also das ganze System ist ja auf Gehorsam aufgebaut, vom Priester zum Bischof, vom Bischof zum Papst. Also, und wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja die Bedingung, dass die katholische Kirche die Kinder alimentiert, dass der Vater sich eben nicht dazu bekennt, genau. Dass es ja. Halt Kinder sind. Ja. Mit allen Folgen, ja. Ich müsste mal eben ganz kurz, glaube ich, ein Kabel holen, sonst habe ich gleich keinen Strom mehr, sehe ich gerade. Ja, ich bin sofort alles wieder da. In der Zeit unterhalte ich mich mal mit den Wunderbar. Zuschauerinnen und Zuschauern auf Facebook. Liebe Leute, was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was bedeutet Kirche, Religion für euch? Was empfindet ihr bei diesen Fragen? Habt ihr dazu eine Meinung? Habt ihr Fragen? Schreibt sie bitte gerne in die Kommentarspalten, denn mich interessiert das auch. Was bewegt euch, wenn ihr zum Beispiel von den Missbrauchsskandalen hört in einer Institution, die ja gerade bei uns im Münsterland doch so groß und mächtig ist? Oder seid ihr aus der Kirche ausgetreten? Wart ihr nie Mitglied einer Kirche? Ist das für euch alles ganz
fremd und so. Das finde ich jetzt spannend. Also bitte beteiligt, ihr könnt euch gerne beteiligen und wir nehmen eure Fragen und Anregungen auch auf. Aber da ist sie ja schon wieder, Andrea ja. Voss-Frick. Wird der Bildschirm auch wieder heller. Meine Gesprächspartnerin heute zu der Frage, wohin geht die katholische Kirche? Also wir waren gerade so an der Stelle, die katholische Kirche geht aus sich raus, oder? Sie geht aus sich raus? Ja, also wenn so viele, wenn so viele Leute, die eine andere Vorstellung davon haben, wie sie ihre Religiosität leben möchten, die katholische Kirche verlassen, was ist, wo gibt es denn dann überhaupt den Raum? Oder wo werden diese spirituellen Bedürfnisse erfüllt, die Menschen bisher in dieser Institution gelebt hatten oder geglaubt haben, leben zu können? Klar, es gibt andere religiöse Gemeinschaften, denen man sich anschließen kann. Ich habe allerdings nicht gehört, dass die Austrittswelle sich nur auf die katholische Kirche beschränken würde. Mhm. Und ich habe auch nicht gehört, dass jetzt beispielsweise kleinere Gemeinschaften wie die altkatholische Kirche oder so über Freikirchen. Oder großen Zulauf hätten. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Menschen haben wahrscheinlich heute eine gesunde Skepsis gegenüber Religion, also jeder Form von Wahrheitsbehauptung und ja, dieses Verbindliche ist ja, glaube ich, auch was, was der moderne Mensch wahrscheinlich ja gar nicht im Moment vielleicht so sucht. Die spirituellen Bedürfnisse, also was ich schon bedauere, ist, wenn in eine Zukunft zu schauen, ganz ohne Religionsgemeinschaften, aber Religionsgemeinschaft ist das falsche Wort. Ich wünsche mir eigentlich eher Glaubensgemeinschaften. Das heißt Menschen, die ihren Glauben gemeinsam und in Freiheit leben können. Da muss vielleicht wirklich was Neues wachsen. Ich weiß es nicht, ob das möglich ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch ein unheimlich großes Angebot für die spirituellen Bedürfnisse. Ich glaube, heute haben die Menschen ja gar keine Probleme mehr damit. Sie gehen halt irgendwie dann regelmäßig zum Yoga und dann meditieren sie noch regelmäßig. Und ab und zu kann man dann auch noch im Kloster Exerzitien machen. Also das ist so eine, ich sag mal, für viele, glaube ich, eine Mischung, die ihrem persönlichen Leben vielleicht eher entspricht. Das ist, ich glaube, tatsächlich unverbindlicher, als es bisher war oder wir es kennen. Man muss sich ja auch immer klar machen, dass die Menschen, die regelmäßig ihre Spiritualität innerhalb der Kirche leben, die also regelmäßig Gottesdienste oder Gebetsformen besuchen, die sind ja nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Kirchenmitglieder. Also das ist ja nicht so, dass jeder, der in der katholischen Kirche ist, sonntags in die Messe geht oder abends zum Gebet geht. Also der Regelfall ist ja eher, der Katholizismus heute wird ja eher so gelebt oder von vielen, glaube ich, von der überwiegenden Mehrheit so gelebt, dass man eben zu den Hochfesten noch in die Kirche geht und bestimmte Lebenswenden, wichtige Punkte im Leben kirchlich begangen oder gefeiert werden, so wie der Lebensbeginn, das Lebensende, die Hochzeit oder wie auch immer, aber eben nicht mehr diese permanente Begleitung und das regelmäßige Besuchen eben von Angeboten so festen Platz hat im Leben der Menschen. Ja, aber auch für diese lebenswendende Ereignisse haben wir, glaube ich, noch keine Kultur entwickelt, die wirklich ganz ohne Rituale auskommt, die eben auch kirchliche Wurzeln oder Hintergründe. Also, ja, natürlich. Rituale sind ja auch was Menschen, glaube ich, brauchen. Ne? Also das ist ja auch einer, das sagen ja auch viele Menschen, dass das gerade das Reizvolle, ich sag mal, an der katholischen Kirche ist, weil die Riten da halt einfach auch nochmal einen anderen Stellenwert haben vielleicht. Der Weihrauch, die Lieder, die Gewänder und so weiter. Also das ist alles, ich sag mal, sehr viel pompöser oder wie soll ich es ausdrücken, dramatischer, inszenierter als zum Beispiel in der evangelischen Kirche, wo es einfach etwas schlichter zugeht und wortlastiger. Und natürlich spricht das Menschen auf so einer
auf einer Ebene an, die uns vielleicht nicht vom Verstand her direkt zugänglich ist, sondern es ist natürlich was sehr Emotionales. Ja, Jamie schreibt hier, ich bin vor 2 Wochen ausgetreten, die Kirche hat mir noch nie etwas gegeben und ich konnte nie wirklich etwas damit anfangen. Der einzige Grund, warum ich nicht bereits früher ausgetreten bin, war mein Lehramtsstudium und die Angst davor, später keinen Job zu bekommen. Ja, das natürlich. Das sind natürlich Argumente, also sagen wir mal eher so weltliche Argumente, die man auch relativ häufig hört. Ja. Also wir können aus der Kirche nicht austreten, weil die hier vor Ort alle Kindergärten betreibt und wir haben dann Angst, dass wir keinen Kita-Platz bekommen. Oder ich studiere Sozialpädagogik oder ich lerne Erzieherin oder ich werde Krankenschwester, Krankenpfleger, Altenpflegerin und befürchte, dass ich dann eben keinen Job mehr bekomme, gerade hier im Münsterland, wo das ja so eine, also wirklich sehr verbreitete Struktur einfach ist. Ja, naja, natürlich. Also dann müsste man, also dann sind wir auch wieder beim kirchlichen Arbeitsrecht. Was wir als Linke natürlich kritisieren, wir bezeichnen uns ja als laizistische Partei. Der Begriff ist aber, glaube ich, weitgehend unbekannt. Also das bedeutet für uns, dass wir nicht gegen Religionen sind, sondern dass wir dagegen sind, dass der Staat und die Religionsgemeinschaften so eng verwoben sind, wie sie in Deutschland teilweise sind. Die meisten Leute wissen ja zum Beispiel nicht, dass man aus den Kirchensteuern keineswegs das Gehalt der Bischöfe bezahlt, sondern dass wir alle das mit unseren Mehrwertsteuern, Lohnsteuern, anderen Steuern bezahlen. Also der Staat diese Gehälter bezahlt. Und dass auch kirchliche Kindergärten ja nicht überwiegend von den Kirchensteuern finanziert werden, sondern dass sie eben ganz normal, wie auch AWO-Kindergärten, städtische Kindergärten, eine staatliche Förderung bekommen und die Kirchengemeinde vielleicht noch was obendrauf gibt. Ja, genau. Ja, das ist auch. Und trotzdem weitreichende Entscheidungsbefugnisse hat natürlich in der Einrichtung. Ja. Also so ein Thema, was mich zum Beispiel unglaublich aufregt, das werde ich aber auch wahrscheinlich in Lebzeiten nicht mehr wegbekommen, ist unsere NRW-Landesverfassung, in der festgeschrieben ist, dass die Grundschulen und die Hauptschulen, also auch nur die, als konfessionelle Schulen geführt werden können, obwohl sie staatliche Schulen sind, also vollständig staatlich finanziert, in Trägerschaft der Kommune. Ja. Also, aber trotzdem konfessionell gebundene Schulen sein können, was nicht nur bedeutet, dass diese Schulen Schülerinnen und Schüler ablehnen können, weil die beispielsweise keine Christen sind, sondern was auch bedeutet, dass der Bischof darüber entscheidet, ob eine Schulleiterin oder ein Schulleiter an dieser Schule arbeiten kann. Ja. Und das finde ich, ist tatsächlich ein Verwobensein von staatlicher Verantwortung und kirchlicher Macht, dass ich für nicht angemessen und nicht gut halte, auch gerade nicht in einer Gesellschaft, in der immer weniger Leute kirchlich gebunden sind. Genau. Also das ich glaube, das ist auch vielen nicht klar, die Unterschiede zum Beispiel zwischen konfessionsgebundenen Grundschulen und Hauptschulen, wobei Hauptschulen gibt es ja auch zunehmend nicht mehr, und sowas wie einem bischöflichen Gymnasium oder eben der Friedensschule zum Beispiel hier in Münster, die ja auch in bischöflicher Trägerschaft ist, dass das zwei sehr unterschiedliche Dinge sind und dass eben die staatlichen Grundschulen konfessionsgebunden sind, erklärt sich eigentlich nicht. Also. Nee. Es ist eine unnötige Einräumung von Mitbestimmungsrechten jetzt nicht nur der katholischen, sondern eben bei evangelischen Grundschulen, Bekenntnisgrundschulen, auch der evangelischen Kirche, auf die Personalauswahl. Und wir haben sowieso schwer genug, qualifizierte und motivierte SchulleiterInnen zu finden für die Grundschulen. Ja. Und da hat man jetzt da nochmal so einen künstlichen Flaschenhals eingebaut, wo die dann auch noch durch müssen. Ja. Das erklärt sich mir überhaupt nicht, aber leider werden wir das, glaube ich, auch wegen der engen Verbundenheit der CDU in Nordrhein-Westfalen mit erzkonservativen katholischen Kreisen. Dankeschön, das wäre mir so schön nicht eingefallen. Also das wird uns wahrscheinlich daran hindern, in den nächsten
10, 20 Jahren diese Verfassung so zu ändern, dass wir da wieder mehr Spielraum haben. Ja, er wird als die linke Hand, nee, die rechte Hand von Armin Laschet und die linke Hand Gottes bezeichnet in bestimmten Kreisen. Herr Liminski, genau. Ja, ja. Ja, das ist, und das, ich meine, wir hatten da ja auch noch ganz andere Zeiten. Also als ich jung war, da predigten die Pfarrer noch am Sonntag von der Kanzel, was man denn, wenn man nachher zum Wahllokal geht, wählen darf. Und das war natürlich nur die CDU und alles andere war des Teufels. Ja, also, ja, das ist halt natürlich, also ich will hier auch gar keine Parteipolitik betreiben, aber natürlich liegt da auch viel die Wurzel, also ne, gibt es eben diese Verknüpfung zwischen Politik und Kirche, die sich eben in den Schulen zeigt, aber eben auch an vielen anderen Orten. Allein die Tatsache, dass die Kirchensteuer eben vom Staat eingezogen wird, das ist ja auch ein sehr einmaliges Modell, glaube ich, gibt es so in der Form nicht nochmal. Und ja, es ist, wäre tatsächlich auch aus meiner Sicht wünschenswert, dass da eine viel deutlichere Trennung stattfindet. Also die Stärkung von sehr konservativen Stimmen hat natürlich, also ne, da ist natürlich eine große Schnittmenge, ich sag mal, zwischen Konservatismus und konservativ-katholischen Ansichten, konservativ-religiösen Ansichten, die ist natürlich relativ groß, klar. Also. Ja, aber es gibt auch einen lebhaften Linkskatholizismus. Genau. Will ich eben jetzt an der Stelle einfach nochmal sagen, mit dem es auch irgendwie große Freude macht, zu diskutieren und sich auszutauschen. Also das ist wie in allen Institutionen. Ich habe zum Beispiel mal geholfen, ein Buch zu übersetzen über die katholischen Arbeiterpriester in Frankreich. Großartige Leute, die einfach gesagt haben, wir können hier nicht auf unserem Elfenbeinthron sitzen und unseren Weihrauch schwenken, während die Leute in den Fabriken vor die Hunde gehen. Wir müssen rausgehen, wir müssen deren Lebensbedingungen teilen und können eigentlich nur so Kirche unter diesen Menschen sein. Ja, oder die Befreiungstheologie in Lateinamerika. Ja, Ernesto. Oder was Sie eben erwähnten, die christliche Arbeit auf dem afrikanischen Kontinent zum Teil. Genau, also oder Leute wie Desmond Tutu, der viel dazu beigetragen hat, die jetzt kein Katholik, aber jemand, der als Geistlicher viel dazu beigetragen hat, die Apartheid zu überwinden. Und fallen mir noch viele, viele Leute ein. Es ist gar keine Frage. Also es ist natürlich in so großen Institutionen, die in bestimmten Bereichen auch einfach mehrheitsbildend sind, gibt es natürlich unterschiedliche Strömungen wie in der ganzen Gesellschaft. Ja, aber das gilt natürlich auch für alle Parteien. Ja. Und genauso wie es bei uns in der Linken auch die AG Laizismus gibt und die AG Christinnen und Christen in der Linken und christliche Sozialistinnen und so. Das ist halt einfach, ja, nichts ist so monolithisch und so einfach, wie es manchmal von außen ist. Genau. Aber jetzt möchte ich zum Schluss noch eine Frage stellen. Wie geht es denn jetzt weiter mit Maria 2.0? Was sind die nächsten Schritte? Was sind die nächsten Ziele? Ja. Und wenn Leute jetzt Lust gekriegt haben, sich zu engagieren für Veränderungen in der katholischen Kirche, wie können die aktiv werden? Also wir rufen eigentlich, seit es uns gibt, also die erste Aktion war ja im Mai 2019, und wir rufen jeden Marienmonat, also immer im Mai und im Oktober, zur Aktion Maria 2.0 auf. Manchmal ist es auch im September, das kommt ein bisschen darauf an, wie auch bei den anderen Frauenverbänden, mit denen wir gut vernetzt sind und zusammenarbeiten, die Aktionswochen liegen, also den katholischen Frauenverbänden. Und genau, also immer im Frühjahr und im Herbst sozusagen. Und diese Aktion Maria 2.0 ist eigentlich auch immer dann mit dem Aufruf verknüpft, draußen zu bleiben.
Und trotzdem ist es so, wir verstehen uns ja als Graswurzelbewegung. Das heißt, wir sind kein Verband oder Verein, dass eben die Gruppen vor Ort das auch ganz frei gestalten. Also es gibt auch Maria 2.0 Gruppen, die in den Kirchen gemeinsam mit der ganzen Gemeinde den Protest feiern sozusagen. Das ist sehr unterschiedlich von den Gegebenheiten vor Ort. Und es gibt Gruppen, die haben es wirklich sehr schwer, denen wird sozusagen Hausverbot erteilt. Also es ist ganz unterschiedlich. Genau, das ist so, was eigentlich immer kontinuierlich stattfindet. Wir melden uns oft zu den Bischofskonferenzen, zu den Vollversammlungen zu Wort, mit Aktionen und Ideen. Das entwickelt sich immer relativ frei und spontan dann sozusagen. Genau. Okay, und wie finde ich das raus? Achso, ja, man kann uns natürlich googeln, sag ich mal. Also wie gesagt, wir sind kein Verein oder Verband. Es gibt einfach Gruppen in ganz Deutschland. Und da wir jetzt hier im Münsterland sind, wenn man Maria 2.0 googelt, kommt man auf unsere Webseite und da ist dann auch eine Adresse hinterlegt, also eine E-Mail-Adresse, an die man sich wenden kann. Gut, vielleicht können wir die ja auch nochmal in die Kommentarspalten verlinken. Und ja, genau. Nachher, wenn das Video dann auf YouTube online geht, auch nochmal unten drunter schreiben, damit alle wissen, wo sie hin sollen, wenn sie jetzt angeregt sind, sich darüber auszutauschen oder Frauen zu treffen, die sich auf den Weg gemacht haben. Ich habe hier noch eine Anmerkung von René Rasch. Politik ist Privatsache. Religionsunterricht gleich. Welcher hat in der Schule nichts zu suchen? Das kann man gerne nach Unterrichtsschluss in Schulen anbieten, aber nicht als Teil der Allgemeinbildung. Ja, meine Vorstellung ist ja tatsächlich, was den Schulunterricht angeht, eher so, dass man einen gemeinsamen Unterricht, ob der Ethikunterricht oder ob der Weltanschauungsunterricht oder wie auch immer heißt, das oder angewandte Philosophie oder was auch immer, einen gemeinsamen Unterricht, in dem aber auch über Religionen und was Religionsgemeinschaften voneinander unterscheidet gesprochen wird, weil wir ganz dafür, finde ich, zu wenig Möglichkeiten haben. Also durch diese konfessionelle Aufteilung des Religionsunterrichts lernen halt katholische Kinder wenig darüber, was muslimische Kinder oder jüdische Kinder oder evangelische Kinder oder atheistische Kinder antreibt. Ja. Und ich habe selber die Erfahrung gemacht, unsere Tochter ist nicht religiös aufgewachsen, auch nicht getauft. Und das war in der Schule immer, sage ich mal, es war immer so, dass man das auch nochmal extra erklären musste, weil die Lehrerinnen und Lehrer ganz selbstverständlich davon ausgegangen sind, wenn das Kind im Religionsunterricht sitzt, dann ist es entweder evangelisch oder katholisch. Ja. Und das ist natürlich bei uns in Nordrhein-Westfalen noch, auch wegen der Verfassungslage nochmal anders. Aber wenn beispielsweise Leute aus Frankreich hierher ziehen, für die ist das alles unverständlich, was wir hier machen. Also ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben. Das glaube ich auch. Jedenfalls fand ich sehr, sehr schön, dass heute so viele Leute auch zugeschaut haben, auch wenn sich nur wenige im Chat beteiligt haben. Ich habe das immer so ein bisschen hier auch im Blick und es war schon, glaube ich, großes Interesse an diesem Thema. Und das ist auch richtig so, weil natürlich sind die großen Kirchen, die katholische und die evangelische Kirche insbesondere, sind große, wichtige Institutionen in diesem Land. Ja. Und das, was da hinter verschlossenen Türen abläuft, hat auch Einfluss darauf, wie wir alle anderen gemeinsam leben, welches Frauenbild gepflegt wird in der Gesellschaft, welche Rechte Frauen in der Gesellschaft, in Schulen und queeren Personen in der Gesellschaft zugestanden werden und wie wir halt alle miteinander leben, wer welchen Arbeitsplatz bekommen darf. Und deswegen ist es wichtig, dass wir darüber reden und dass sich da auch politisch und in der Gesellschaft was verändert. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass Sie uns hier heute Rede und Antwort gestanden haben. Andrea Voss-Frick von Maria 2.0. Gerne. Ich bin sehr dankbar für alle, die sich das Video angeschaut haben. Ihr könnt es auch später auf Facebook noch weiter kommentieren. Und wir werden das Video dann auch in einigen Tagen, wenn wir es verarbeitet haben, auf YouTube einstellen, sodass ihr das dann auch weiter verlinken könnt, wenn ihr das wollt.